Furchtbar seekrank sei der Naturforscher Charles Darwin gewesen, als er 5 Jahre mit dem Segelschiff Beagle unterwegs war. Doch sein Drang, Natur und Tiere in der ganzen Welt zu erforschen, war größer. Was Darwin zwischen 1831 und 1835 erlebte, welche Entdeckungen er machte, kann ab 24. April im alten Straßenbahndepot besichtigt werden. Auf dem Areal wurde ein Schiffsrumpf errichtet, der dem Schiff Beagle nachempfunden wurde. Und wie es sich auf einem Schiff gehört, lagern dort Kisten und Fässer. Vögel, Mäuse, Gürteltiere, Fische, eine Galapagos-Schildkröte. In den 5 Jahren schickte Darwin allerhand präparierte Tiere nach Europa. Rund 600 Exponate sind es insgesamt, die gezeigt werden. Die Ausstellung war bereits im vergangenen Jahr im Naturkundemuseum Berlin zu sehen. Das Philetische Museum holte die Schau jetzt nach Jena. Detailreich veranschaulicht die Ausstellung Darwins Reise nach Südamerika, Australien und Afrika. Um sie möglichst authentisch zu gestalten, wurden alle Exponate mit Zitaten des Forschers oder von dessen wissenschaftlichen Weggefährten versehen. Dass Darwin die Reise überhaupt antreten konnte, mag Zufall oder Schicksal gewesen sein. 2 andere Leute hatten zuvor abgesagt. Diese Reise hat Darwin weltberühmt gemacht. Das war eine Reise auf einem Vermessungsschiff gewesen. Das war eigentlich keine Sammelreise ursprünglich, sondern er konnte damit reisen als dritte Wahl, muss man sagen, und hat hier praktisch die Belege für seine Evolutionstheorie gesammelt. Die Ausstellung konzentriert sich neben der naturwissenschaftlichen Reise auch auf Darwins Leben. Auf Schautafeln erhält der Besucher Einblicke in den Mann, der hinter dem Naturforscher steckt. Deutlich wird dabei eines: Dieser Mann liebte die Natur zeitlebens.